Also Herr Benisch, für wen würden Sie gerne einmal bauen? An sich würde ich gerne einmal für meine Frau und mich bauen. Einmal für uns selber ein Haus bauen. Das habe ich in der Vergangenheit immer abgelehnt, weil ich immer gesagt habe, ich möchte keine Arbeitsprobe abliefern für mich selber. Aber inzwischen denke ich, das wäre sicherlich eine schöne Aufgabe, sich mal das zu bauen, was man schon immer haben wollte. Es wird nie passieren, es wird nie gelingen, aber das stelle ich mir ganz interessant. Das heißt, Sie fürchten sich fast ein bisschen vor dieser Duftmarke. Dabei ist doch für viele der Auslöser, ich möchte Architekt werden, damit ich mein schönes Haus bauen kann. Ja, ich fürchte mich schon etwas vor der Duftmarke. Ich fürchte mich schon davor, etwas daran gemessen zu werden, denn ich wäre selber ein sehr pragmatischer Bauherr. Oder würde das Haus nie fertig werden, vermutlich? Ah, doch, das würde schon fertig werden, und zwar relativ schnell. Aber weil ich pragmatisch bin, ja, aber ich wäre wahrscheinlich nie ganz zufrieden damit. Mhm. Außerdem sind jetzt meine Frau und ich in der Situation, dass unsere Kinder demnächst in einem Jahr ausziehen werden, Abitur haben, und wie ich die kenne, werden die aussehen. Und dann sind wir in einer völlig neuen Lebenssituation. Und dafür würde ich mir vielleicht auch gern mal was bauen. Und wenn man jetzt davon hinausschaut, dann gibt es denn einen Wunsch, Bauherrn, an einen ganz kommerziellen Auftrag zu denken? Oder in einer Gebäudetypologie, wo Sie sagen, ich würde irgendwann doch gern mal das Theater, die Kirche, das Museum bauen? Ich würde gerne ein Theater bauen, gerne ein Museum bauen, gerne eine Kirche bauen. Das ist nicht das Thema. Das Thema ist eher, welche Art von Bauherr. Ich mag gern einen verständnisvollen Bauherrn, einen Bauherrn, der etwas Besonderes haben will und der ein Anliegen hat, für den ein neues Haus nicht nur ein neues Volumen ist, sondern ein Teil seiner selbst. Mhm. Und ich weiß nicht, ob die Kirche da die Richtigen sind, ehrlich gesagt. Aber so ein Bischof von Eichstätt, der war doch der ideale Bauherr für den Herrn Schattner damals. Ja, stimmt. Der hat ihn machen lassen. Mhm. Aber ich bin nicht sonderlich religiös, deshalb fällt es eigentlich schon mal vor. Wenn ich ganz ehrlich bin, ohne religiös zu sein, gern würde ich mal eine Synagoge bauen. Das finde ich eine sehr schöne und interessante Aufgabe. Gut korrigiert, wie die katholische Kirche gebaut, stand ja auch fern. Ja, aber ja klar. Und Synagogen halte ich für eine komplexere, interessantere Aufgabe als christliche Kirchen jetzt. Nochmal zum Bauherrn. Wäre Ihnen ein Bauherr lieber, der architektonisch interessiert, vorgebildet ist, der ein kritischer Gesprächspartner ist, oder lieber einen, der Sie machen lässt und sagt, Herr Benisch, das können Sie, ich zahle? Nein, ich mag gern kritische Bauherren. Ich mag gern Bauherren, die lernen an den Bauaufgaben. Und da hatte ich ein paar. Und die sich reinarbeiten in die Bauaufgaben und die architektonisch hinterfragen und interessiert sind und die einen gewissen Erläuterungs- und Rechtfertigungsdruck aufbauen, sodass wir nicht plötzlich ins Beliebige abrutschen könnten. Und wenn man jetzt den Auftrag anschaut, wäre das für das Büro attraktiver oder für Sie ein großer Auftrag, der für jahrelang Arbeit und Brot gibt, oder lieber die kleine Aufgabe, wo man alles dran machen kann? Ich denke jetzt so an wie Heinz Bienefeld, der dann noch die Fensteroliven entworfen hat und die Elektrodosenabdeckungen. Na, an sich mag ich große Aufträge. Ich mag große Aufträge, auch wenn sie sehr anstrengend sind. Aber man muss ehrlich sein, wirtschaftlich sind sie interessant und die schaffen einem eine Situation, wo man relativ unbesorgt bis ins Detail arbeiten kann. Und wir sind schon auch in der angenehmen Situation, dass wir bei unseren auch größeren Aufträgen und Bauherren die Möbel machen können, die Beleuchtung machen können. Ob ich jetzt die Fensterolive machen kann, weiß ich nicht, habe ich noch nie probiert, wäre ein interessantes Ding. Aber für einen Bauherrn haben wir sogar das Geschirr machen können. Also das sind schon, aber Aufträge eines gewissen Volumens erlauben es einem doch, detaillierter zu arbeiten, ohne den Bauherrn selber in die Klemme zu bringen. Aber dann haben Sie ja glückliche Sonderfälle. Bei großen Aufträgen ist es ja häufig so, Leistungsphase 1 bis 4 oder dann hört es schon auf, dann ist bei der Werkplanung, Bauleitung und künstlerische Oberleitung ist irgendwo anders und man gibt nur den Vorentwurf ins Baugesuch noch ab.
Das haben wir selten. Haben wir eigentlich gar nicht. Mhm. Es gibt oft in den Verträgen die Option, und wir hatten es ein-, zweimal oder dreimal, hatten dann aber so eine gut dotierte künstlerische Oberleitung hinten raus. Aufträge ohne Ausführungsplanung machen wir gar nicht. Die lehnen wir einfach ab. Das machen wir nicht. Sondern wir machen Aufträge, wo wir dann die Ausführungsplanung noch haben und eine künstlerische Oberleitung in den hinteren Phasen. Da machen wir mit, aber 1 bis 4 machen wir nicht. Mhm. Damit kann man keine gute Architektur umsetzen. Mhm. Und in den USA zum Beispiel sind wir in der Regel Generalplaner, das heißt, da halten wir alle Verträge und da machen wir auch dann die Möbel, die Tische, da können wir alles machen. Gut, dann drückt mal die Daumen fürs eigene Haus, dann wahrscheinlich Ihrer Frau die künstlerische Oberleitung dann. Ja, genau. Danke.